Capri-Sonne. Seit Jahrzehnten ein beliebter Fruchtdrink mit dem Besten aus der Orange. Naja, zumindest ein kleines bisschen Orange ist drin. Und jede Menge Zucker. Foodwatch hat Capri-Sonne für den Goldenen Windbeutel 2013 nominiert, den Preis für die dreisteste Werbemasche bei einem Kinderprodukt. Darauf hat Capri-Sonne mit einer überraschenden Presseerklärung reagiert. Zitat: Es ist nicht richtig, dass Capri-Sonne an Kinder vermarktet wird. Hoppla, haben wir uns etwa geirrt? Schauen wir doch schnell nochmal auf die Internetseite von Capri-Sonne. Tatsächlich, Kinder tauchen als Zielgruppe überhaupt nicht auf. Hier ein sozialkritischer Beitrag über die schwer arbeitenden Erntehelfer. Ach, und ein frühes Werk von Hieronymus Bosch. Ganz klar, nichts für Kinder. Komisch nur, dass da etwas von speziell für Mädchen steht. Wohl ein Versehen, denn die Fernsehwerbung richtet sich eindeutig nicht an Kinder. Und hier ein wissenschaftlicher Bericht aus dem NASA-Trainingscamp mit Armstrong, Aldrin und Collins. Das interessiert uns. Da muss es doch noch mehr Informationen geben. Na, das ist ja gerade noch mal gut gegangen. Beinahe hätten unsere Astronauten ein paar Früchte erwischt. Gut, dass sie in der Bodenstation vor allem Wasser und Zucker bekommen. Schön, dass sich Capri-Sonne Gedanken um die Gefahren macht, die im Weltraum von frei fliegenden Früchten ausgehen. Da werden die erwachsenen Wissenschaftler froh sein. Überhaupt sagt Capri-Sonne, dass sie sich seit Jahren mit nachhaltigen und vielseitigen Aktivitäten zum Wohle der Kinder engagieren. Und weil sie nur helfen wollen, haben sie für die armen, unwissenden Lehrer gleich Schulmaterial gebastelt, damit sie, natürlich nicht die Schüler, lernen, was gut für sie ist. Was hier im Übrigen aussieht wie versteckte Werbung mit Kindern, die Spaß mit Capri-Sonne haben, ist natürlich etwas ganz anderes. Wir haben noch nicht ganz genau herausgefunden, was es anderes sein könnte. Aber es ist ganz bestimmt keine versteckte Kinderwerbung. Und wir haben verstanden. Das mit den ganzen Kindern in der Capri-Sonne-Werbung ist nur ein dummes Missverständnis. Es gibt kein Capri-Marketing an Kinder. Die Firma Wild hat ja selbst gesagt, dass es lediglich richtig ist, dass Capri-Sonne auch Kommunikation an Kinder richtet. Kommunikation? Das ist ja was ganz anderes als Werbung. Die wollen nur reden. Wir finden es toll, mit Kindern zu reden. Kann ja keiner was dagegen haben. Wir sollten viel mehr mit unseren Kindern reden. Also, Entschuldigung, war ein Versehen mit der Nominierung. Tut uns leid. Und an alle, stimmt ab beim Goldenen Windbeutel, aber bitte wählt einen anderen Kandidaten.